Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Es tut mir wirklich leid, dass es schon wieder so eine große Pause gab. Ja. Also mit der Arbeit gerade ist es ziemlich schwierig, also sehr viele Aufträge und so weiter. Und wie es immer so ist, alle wollen bis Weihnachten sofort alles haben, so ungefähr ist eigentlich immer das Problem bei Handwerkern und Künstlern. Also, genau. Ich würde echt gerne öfters ja, hier aufnehmen. Aber zusammen mit den Twitch, also mit den Streaming, ist das halt so eine Sache, ne? Also ich streame zwar nur an zwei Tagen, also mindestens an zwei Tagen in der Woche, jeweils so 3 bis 4 Stunden, aber das sind halt auch so insgesamt dann schon wieder 6 bis 8 Stunden pro Woche. Und das wird halt dann von der Arbeitszeit ja, weg dann, beziehungsweise das ist ja auch Arbeit, also Streaming ist ja auch Arbeit. Also sehr, sehr viele denken, dass Streaming so Larifari ist und YouTube auch. Aber das, was dahinter ist, das sehen halt die wenigsten, beziehungsweise die, die mit Streaming oder YouTube dann anfangen, oh, die sehen das dann, ne? Und dann plötzlich so, ups. Ist ja auch super viel Arbeit. Gut, aber nichtsdestotrotz werden wir Sparta mal fertig machen, oder? Also Sparta ist ja an sich ist momentan ziemlich viel wenig los. Also hier oben ein bisschen Rambazamba, der hat mich hier ein bisschen ja, angekreidet. Syrakus. Syrakus muss ich auch erobern, oder? Also mit der Sparta-Challenge. Das ist immer so ein Problem mit den Challenges, die man nicht selber ausmacht. Also rein historisch gesehen ist ja Syrakus auch hellenistisch. Hier, also Syrakus ist Griechenland, also griechisch. Aber okay, Makedonien war ja jetzt in diesem Sinne auch nicht griechisch, weil halt diese Griechen, die hier lebten, haben die Makedonier als Barbaren bezeichnet. Aber es waren griechische Barbaren, naja. Genau, deswegen glaube ich, dass ich Syrakus auch erobern muss. Genau, die mögen mich ja eh nicht, das ist dann ganz praktisch. Wer mag mich denn? Massilia mag mich. Militärisches Bündnis. Stimmt, Massilia ist ja auch. Ah, Massilia ist genauso griechisch oder sogar weniger griechisch als Syrakus. Also rein historisch gesehen. Aber okay, egal. Ich habe hier die Challenge nicht gemacht. Okay. So. Okay, gut. Also, Ikena, also Britannia und Kaledonia et Hibernia. Also Schottland und Irland muss ich dann auch noch einnehmen dafür. Also ich muss jetzt ein bisschen pausieren, sage ich mal, weil ich wieder Nahrung brauche. Also 5 Runden, 8 Runden, 4 Runden, 4 Runden, 4 Runden. 2, 2, 2, 2, 3. Okay, also nächste Runde bekomme ich noch nichts. Aber dann wird es wieder super. Dann wird es wieder super. Minus 4. Minus 4. Minus 3.
Nahrung, 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 Nahrung. Ja, das habe ich ja schon geschaut. Das ist jetzt so langweilig. Okay, also der da oder die da. Die Amidala. Wird dann nächste Runde wahrscheinlich Vesotio angreifen. Und das auch erobern. Weil die haben nämlich nichts drinne. Der holt sich gerade. Alter, stimmt. Spartasfurz. Was ist los mit mir? Okay. So, dann werde ich mal den da hier aufstellen. Einfach damit er ein bisschen hier. Oh, Punktschützen, geil. Bisschen hier einfach ja, die aufhalten kann. Alles andere. Ah, das können die auch schon einnehmen. Alter, wie weit kommen die denn? Ja, wobei, also die sind noch nicht so krass angeschlagen. Also 100 von 160. Aber trotzdem, da sind kaum welche. Aber da ist die Armee am nächsten dran. Also das ist kein Problem. Hier wäre es halt schon ein bisschen nervig. Genau. Dementsprechend schaue ich mal. Die da, wo sollten die hin? Ach, die sollten da bleiben wegen den spanischen Flotten. Aber die sind ja jetzt weg. Okay. Nightmare. Cool. Cooler, starker Name. Hier. Was hat denn eine untreue Ehefrau? Ja, ich habe mit ihm geflirtet und mehr. Natürlich habe ich das. Ich dachte, das würde deine Chancen erhöhen. Was? Ach, quasi das, die macht Snoo-Snoo mit allen Leuten, um den Ehemann dann. Ja, natürlich. Das klingt doch sehr nach einer Frau, die man, ja, der man vertraut. Die alles für Macht macht. Macht macht. Okay. Dann mache ich mal minus Korruption. Korruption, so. Hier, das da machen wir auch. Okay. Die Getreuen, die bekommen nichts. Die Armut. Anmut. Die Armut ist greifen. Gut, let's go. Ich finde es immer super interessant, wenn dann plötzlich auf einmal, ja genau, das habe ich mir gedacht, auf einmal extrem krasse Hungersnöte passieren, aber andererseits, wenn man die ganze Zeit baut und so weiter. Ja. Ich denke mal, das können wir getrost lassen. Weil die beiden plus die da würden allein schon reichen. Ja, und die da haben, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auch Speer, also Wurfsperre. Deswegen werde ich mal das aufgeben. Also voll in die Cojones. Hey. Mhm. So. Aber das macht nichts. Also. Ja, das macht echt nichts. Das hält mich hier nur ein bisschen auf. Beziehungsweise, das hält mich ja sogar weniger auf als die Hungersnot, die ich gerade habe. Ja. Dementsprechend alles gut. So, Marcelia, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Könnte dem auch dann ein bisschen Kohlen geben. Okay. So, Verschleiß, wunderbar. Mission abgebrochen. Nahrungsmittelknappheit, das weiß ich. Oh. Okay, Moment.
Mir kommt gerade, dass ich in der falschen Auflösung aufnehme. Das werde ich kurz mal ändern. Bis gleich. Sodela. So, genau. Gut. Dann ist jetzt auch die Quali wieder oben. Haushalt erweitert sich. Das ist Wunderbärchen. 5. Okay. Ja, sie ist eine Wölfin, aber die Bisse sind es wert. Germanische Geliebte. Okay. Gut, dann wollen wir die germanische Geliebte mal zu unserem Haupttypen geben. Wer ist denn der da? 79 schon. Und beide Kinder sind tot. Das ist natürlich sehr ärgerlich. 29. Ach, das ist das mit den. Mit der Geliebten. 33. Der könnte doch. 5 Kinder. 5 auf Kinder. Okay, der hat schon Boni auf Kinder. Der da könnte noch. Untreue Ehefrau. Der hat das ja auch. Treuer Ehemann. Untreue Ehefrau. Ja, geil. Okay, dann, naja, dann holt er sich halt ein leichtes Mädchen. Wenn die schon untreu ist, mei. Das ist immer so das Problem, ne? Wenn der eine treu ist und die andere nicht, ne? Okay, gut. Wo sind denn meine ganzen Armeen? Die werde ich jetzt langsam in Bewegung setzen. Alter. Okay, die Fernkämpfer werden schon mal den Himmel verdunkeln, wie es so schön heißt. Okay, hier auch noch mal Ernährung. Okay, du gehst dann nach Iol hoch und dann gleich nach Karthago. Thais wird mal hier ein bisschen machen. Du gehst weiter hoch. Ah, da sind Feinde. Okay. Was machst du denn hier? Jetzt mal hier hin. War das Furz ist schon gelaufen? Du bist gelaufen. Was machst du hier? Ach, als Gegenmaßnahme. Die Fanboys, die bleiben erstmal hier. Ja, nun. Der Terror. An sich, glaube ich, brauche ich gar keine kritischen Bogenschützen mehr. Ja, schau mal hier. Aber ja, Safety First. Die Treuen der Helene. Ja. Ja. Okay. Der könnte das eigentlich auch gleich einnehmen. Ja, war ja klar, ne? War ja klar. Eieiei, was für Ärsche. Was für Arschis. Das kostet nämlich zwar alles jetzt Nahrung, aber nächste Runde bekomme ich wieder ziemlich viel Nahrung. Ein Abkommen zwischen uns wäre den Göttern gefällig Aktrien. und ließe unsere Nö. Feinden. Auch wenn du mit Pergamon zusammen bist. Ja, das war klar.
Ja, komm. Ja. Wäre auch egal gewesen, wenn die verloren hätten. Was ist denn das jetzt? Und ich verliere gegen die. Ja, würde ich so unterschreiben. Was ist denn das jetzt? Nemossos. Nemossos. Wieder diese Lusitaner, die nerven. Okay. Also ich muss. So. Ich muss versuchen. Ich muss versuchen, die auf jeden Fall zu umkreisen. Der gewinnt natürlich den fairen Kampf. Okay. Ja nun, der greift einfach die an. Unser General wird angegriffen. Naja, ja. Ist egal, was ich jetzt mache. Habe ich eigentlich schon längst gesagt, ne, dass ihr angreifen sollt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die Steinschleuderer sind natürlich besser als die Heloten. Das ist ein schändlicher Anblick. Ist klar. Naja. Also nur der alleine, ja, hätte auch gereicht. Ja, hätte ich automatisch machen können. Scusi! Scusi! Schön in die Wade rein. So. Wo ist denn das jetzt? Ah, das ist echt nervig. Naja. Okay, wo hat der jetzt angegriffen? Hier. Was machst du denn hier? Seltsam. Okay, der hat es dann natürlich geplündert, diese Sau. Okay. Ein Gladiatorinnen sind weg. Das ist natürlich nicht gut. Dann hole ich mir Hopliten wieder. Okay, also das war schon mal erfolgreich. Wie sieht's hier aus? Okay, da hat er nichts gemacht. Okay. Der plündert hier weiter schön rum. Ja, ich muss echt mit der Ernährung jetzt. Pushen. Die meisten wurden gepusht.
Hier unten. 5 Runden. 8 Runden. Ja, nun. Ja. Nee. Das ist nicht so toll. Das treibt uns jetzt. Also, ja, das treibt uns jetzt nicht nach hinten. Also, jetzt nicht übertreiben hier. Aber sowas hält einen schon auf. Also das würde uns sehr nach hinten treiben, wenn wir einen Gegner hätten. Also mit den winzigen Pupsis hier, das ist überhaupt kein Stress. Das ist überhaupt kein Stress. Ja, das hält uns halt nur ein bisschen auf, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Aber ja, ist halt so jetzt. Okay, die Armee ist, also der Pfurz ist, denen ist es egal, dass hier gerade eine Hungersnot ist. Du bleibst mal hier. Ich will mal hier kurz schauen. Also hier die feindliche Flotte. Hier ein paar Agenten und hier eine feindliche Flotte. Sonst ist alles ruhig. Es ist so ungewohnt, sowas zu sehen. Also ich habe jetzt gerade auch wieder ein bisschen Seleukiden-Challenge aufgenommen. Und die ist ja so schwer, dass ich immer noch so winzig bin und überall sind einfach nur, also das ist ein Flickenteppich voller Feinde. Also von hier kommen welche, von hier kommen welche, Athen, Sparta kommen, Baktrien hatte ich glaube ich auch schon und hier und da kamen welche, von unten kamen welche. Nabatea kam, Ägypten. Also, ja, die haben irgendwie einen fetten Treff bei mir. Und das ist mal angenehm, so was Einfaches wie Sparta zu spielen. Ah ja, ist das schön. So, okay. Warte mal, ihr macht mal hier jetzt vorbei. Ah, hier sind die. Okay. Du hörst jetzt mal mit dem Ding auf. So. Verdammt. Warte mal. Ja, da sollten, keine Ahnung, so ein paar Rammer reichen. Dann ist es auch weg. Wunderbärchen. Weil Plünderer sind ja auch immer ein bisschen nervig, sag ich mal so. So, hier, oh, ihr seid ganz heil. Ja, okay, hier unten ist auch kein Bürgerkrieg. Okay. Könnte sein, dass er jetzt sauer auf uns ist, aber das ist ja auch nicht schlimm. Was erforsche ich denn gerade? Kann mir das mal jemand sagen? Ach, das da. Oh. Korruption ist dann echt auf dem Minimum. Steuersatz ist dann hoch. Okay, noch 2 Runden. Danach werde ich auf jeden Fall hier das. Ja, Pferdezucht brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe wahrscheinlich dann Richtung Rüstungsschmiede. Okay. Bah. Trinken muss gelernt sein. voll gekleckert. Okay. Das ist egal. Okay, Rang erhöht. Wir sind immer noch nicht positiv. Ach, ich will endlich positiv sein, aber wir haben ein Kind bekommen. Das ist richtig gut. Wir hatten ein Kind bekommen. Yay, die da. Geil. Untreue Ehefrau.
Bei der untreuen Ehefrau hat's geklappt, oder was? Ist das auch dein Kind? 12 Jahre, 7 Jahre und 1 Jahr. Ja, bei so einer untreuen Ehefrau würde ich dann schon mal zweimal nachdenken. Gibt's hier eigentlich ein Maximum? Ich glaube, das Maximum ist 3. Also meine ich mich, also ich glaube, ich habe noch nie 4 nebeneinander gesehen. Aber hey, die sind noch jung, die können noch. Ja, okay, er ist 40, aber sie ist, ah, ja, okay, 38. Aber es geht noch. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Du fängst mal an zu plündern. So. Du gehst mal Richtung... Cool, hier könnt ihr heilen. Du wärst mal ein Stratege. Wie sieht's denn aus mit deiner Frau? Du bist... Ich wollte gerade sagen 16, 38. Okay. Ja, nun. So, du heißt dich gerade auch, das ist sehr gut. Kannst du irgendwas rekrutieren? Nee. Okay, ihr geht auch dahin, um zu heilen. Erfahrung für die Armee, das ist gut. Okay. Ich glaube, nächste Runde. Warte, 2 Runden. 3. 5, 3, 3, 3. 4, 1, 4. 7. Okay, ich hoffe mal, dass wir dann nächste Runde, ja, nächste Runde sollten wir positiv sein mit dem Essen. Positiv. So, dann können meine Armeen sich wieder erholen. Und dann hau ich mal die Lusitana raus. Also, so habe ich so wenig Spione. So, hier werden wir auch einen brauchen. Wohlstand, Kultur, öffentliche Ordnung, Baukosten, ja, die bringen eigentlich beide eigentlich nichts. Stärkungsrate. Welche Armee hat denn... Also du hast keinen, aber du willst auch keinen. Du hast einen. Du hast keinen, okay. Du bekommst einen. Verstärkungsrate. Ja. Ist gut. Und Heizkosten weniger ist auch immer gut. Attribute. Loyalität. Du wirst so ein Mischmasch. Du bist so ein Arounder. Okay, gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde geht's los. Und ich habe schon wieder gesungen. Gut. Das kennen wir ja. Es gibt eine Zeit. Ja, es gibt eine Zeit, aber du hast mich genervt, also nein. Vor allem nicht in der Challenge. Tut mir leid. So. Ernsthaft? Das finde ich immer so
dumm. Also, ich meine, wenn da eine Fullstack-Armee steht, dann würde ich doch mit der letzten Armee, die ich noch habe, irgendein Dorf angreifen, was nicht gut gesichert ist. Okay, ja, das würde ich machen. Heißt ja nicht, dass die KI das macht. Heißt ja nicht, dass das die KI macht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nochmal sorry, dass es jetzt so eine große, lange Pause gab. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie an den Abenden oder so noch aufnehmen kann. Und dann an sich wollte ich ja auch schon längst das Sparta-Video rausmachen, also die 10 Mythen, die halt, also ja, die falsch sind und die wir immer noch glauben und so weiter. An sich die Idee dazu hatte ich von einem Jahr und von einem Vierteljahr habe ich dann angefangen, das aufzunehmen, zusammenzuschreiben und so weiter. Hätte eigentlich da schon passieren müssen, aber habe ich nicht geschafft und jetzt ist wieder Stress und ach, naja, ihr kennt es ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye.